Sonne satt, das hat Marokko und nutzt sie auch. In dem nordafrikanischen Königreich soll das größte Solarkraftwerk der Welt entstehen, so die ehrgeizigen Pläne. Das Land setzt voll auf erneuerbare Energien. Bis 2020 sollen sie 40% des Stroms liefern. Von dieser Entwicklung profitiert auch die deutsche Wirtschaft. Die Förderbank KfW steckt 800 Millionen Euro in marokkanische Ökostromprojekte. Firmen wie Siemens etwa liefern die nötige Technik. Und im November tagt die Weltklimakonferenz in Marrakesch. Das Land bekommt den Klimawandel längst schon selbst zu spüren. Marokko litt in den vergangenen Monaten unter der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten, vor allem die Landwirtschaft. Das Wirtschaftswachstum legt dieses Jahr auch deshalb voraussichtlich nur um 2,3% zu. In den Jahren davor sah es schon mal besser aus. Der Export von landwirtschaftlichen Produkten ist wichtig für Marokkos Wirtschaft. Er sichert Einnahmen und schafft Arbeitsplätze. Die Regierung will auch hier Millionen in Ausbau und Modernisierung investieren. 1,5 Millionen neue Jobs sollen so in den nächsten Jahren alleine in der Agrarwirtschaft entstehen.